Erschöpft kommen wir bei Tobago an. 4 Tage lang haben wir uns mal wieder, unwissend, was uns wirklich erwartet, vorgestellt, wie wohl die Pirates Bay aussehen wird. Eine Sache, die wir fast immer auf unseren Etappen machen, uns gegenseitig stundenlang beschreiben, wie wir uns den neuen Ort vorstellen. Wir kommen jetzt hier gerade in der Pirates Bay an. Passt ja auch, wir haben ja auch ein kleines Piratenboot. Und es sieht schon vielversprechend ruhig da aus. Wir gehen relativ weit rein und ist auch ganz schön windgeschützt. Und ich hoffe, wir können hier ein paar ruhige Tage verbringen. Und dass es da richtig nice ist. Aber sieht schon gut aus. Die Pirates Bay. Haben sich hier vor hunderten von Jahren Piraten getroffen? Ob hier auch Edward Tetch, auch Blackbeard genannt, der berühmteste unter den Piraten, irgendwo unterwegs war? Blackbeard wurde in England geboren und war um 1660 einer der gefürchtetsten Seeräuber. Ob er wohl an der gleichen Stelle ankerte wie wir jetzt? Sagst du wann? Ja. Auch der Fischer erzählt uns, dass Wind und Welle zurzeit sehr unruhig sind und raffe Verhältnisse dort draußen herrschen. Trotzdem hat er einen guten Fang gemacht und möchte uns direkt Fisch verkaufen. Er erklärt uns, wo wir uns einklarieren können und wir verabreden, dass er später wiederkommt. Okay, thank you. Wir wissen, dass es eventuell nicht möglich ist, auf Tobago einzuklarieren, doch wir waren so erschöpft, dass wir in dieser Bucht Schutz gesucht haben. Wir wollen trotzdem mal an Land, um herauszufinden, ob es eine Möglichkeit gibt, einzuklarieren. Schon der Weg vom Dinghy ist unfassbar interessant für uns. Die Umgebung und die Natur um uns herum lässt uns nicht vergessen, dass wir die Karibik endlich erreicht haben. Wir sind jetzt hier an Land gegangen und wollten uns einstempeln, aber das geht leider nicht, war uns eigentlich schon vorher klar. Man muss erst nach Trinidad einreisen, dort einen PCR-Test für $180 machen und da den Stempel reinkriegen, bevor man nach Tobago kann. Das wollten wir aber sowieso nicht machen. Die Wellenbedingungen waren so scheiße, dass wir gesagt haben, wir halten hier an, haben es jetzt probiert, aber es geht nicht. War vorher schon klar, jetzt müssen wir weiter nach Grenada. Wir denken, morgen oder übermorgen ist ein ganz okay Wetterfenster, das Wetter wird nicht besser. Aber wir müssen weiter, von daher haben wir keine andere Wahl. Und obwohl wir wussten, dass wir eventuell nicht bleiben dürfen, sind wir traurig. Schon bei unserer Ankunft haben wir gemerkt, wie die Natur sich verändert hat, wie seit Beginn der letzten Etappe die Farbe des Wassers von grün zu dunkelblau und von dunkelblau zu glasklar türkis wechselte. Das erste Mal in unserem Leben sehen wir Pelikane. Die Insel leuchtet uns mit ihren bunten, satten Farben entgegen und wir müssen weiterziehen, die Insel hinter uns lassen. Doch auch das gehört zu dieser Reise. Es gehört zu den Dingen, die wir hinnehmen müssen und die wir selbst nicht ändern können. Unser Leben spielt sich zum größten Teil auf dem Meer ab und deshalb sind wir tagtäglich damit konfrontiert, wie stark wir Menschen diesen Ort gefährden und wie verschmutzt unsere Meere eigentlich sind. Und deshalb sind wir eigentlich stetig auf der Suche nach neuen Alternativen für verschiedene Lebensbereiche, die wir im Alltag nutzen können und die diesen Problemen ein bisschen entgegenwirken. Und aus dem Grund sind wir sehr froh, dass dieses Video von Gotbeck unterstützt wird. Gotbeck produziert Rucksäcke, und zwar die weltweit ersten Rucksäcke aus Meeresplastik. Die Gotbeck-Rucksäcke begleiten uns schon seit fast Beginn dieser Reise. Wir finden die einfach mega cool, die sind
groß genug, dass all unser Kram da reinpasst und vor allem wasserabweisend. Dann können wir die im Dinghy benutzen und den ganzen Kamera-Stuff da reintun und alles bleibt trocken. Jetzt ist nach langer Zeit endlich ein neuer Gotback bei uns eingezogen und zwar der No Roll Top. Und ich finde den persönlich ein bisschen chilliger als den anderen, weil der ist klein und kompakt, muss ich nicht so viel Zeugs mit mir rumschleppen, wie Tilo immer in seinem riesen Rucksack hat. Wir sind auf jeden Fall Gotback-Fans und sind sehr froh, dass Gotback diese Reise unterstützt. Wenn ihr auch Bock auf einen Rucksack habt, dann checkt Gotback mal aus. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit. Doch bevor es für uns am nächsten Morgen schon weitergeht, kann uns nichts davon abhalten, einmal in die Unterwasserwelt einzutauchen, mit unzähligen Fischen durch das klare Wasser zu schwimmen, das erste Mal bunte Korallen zu beobachten. Und obwohl wir wussten, dass die Natur sich ändern wird, sind wir sprachlos über die Schönheit, die wir dort unten finden. Ich bin jetzt hier noch mal ins Wasser gegangen, damit man wenigstens noch mal einmal hier ein letztes Mal die Unterwasserwelt hier in Tobago erkunden kann. Und dann geht es gleich schon weiter auf 15 Volt belohnt. Aber es ist einfach wunderschön, die Brücke. Ich bin gespannt, ob es in der Karibik noch krasser wird. Aber hier Urwald, oder nicht Urwald, Regenwald, schönes Wasser, Unterwasserwelt, Lian, hier alles grün. Sehr geil, mal wieder ab dem Boot schwimmen gehen zu können. Das macht Spaß. Und das ist jetzt unsere Welt. Tauch mit dir ab in türkisblaues Wasser, dort unten nur du und ich. Umgeben von Stille werden wir schweben, getränkt in hellblaues Licht. Und ich denke an die Wellen, die ich dort draußen sah und wie mir klar wurde, ganz, ganz unmittelbar, wie winzig klein wir sind. Wir waren jetzt einen Tag hier in der Pirates Bay von Tobago, haben gerade was Leckeres gegessen, spülen jetzt hier ab, räumen alles zusammen und dann wollen wir um 5 Uhr los. Wir wollen dann über die Nacht segeln, das sind ungefähr 85 Meilen, dass wir dann morgen früh direkt da ankommen, einklarieren und dann auch endlich mal irgendwo ankommen, wo wir ein bisschen länger uns aufhalten können. Deswegen, ich habe schon Bock, ein bisschen schade, dass wir weg müssen, weil die Bucht ist richtig schön und das Dorf und die Leute waren auch nett. Die haben sich auch gefragt, was ist das, wieso. Finden es auch schade, wollten mit uns was machen. Aber ja, so ist das. Also ziehen wir weiter, setzen die Segel, sind noch nicht bereit, schon wieder zu gehen, doch wir müssen. Saga, Saga, this is Chris. Wir haben den Anker hochgezogen, sind jetzt schon ein bisschen aus der Bucht rausgefahren. Und ziehen jetzt gleich die Segel hoch und dann bin ich mal gespannt. Ich habe nicht so Bock auf so viel Welle wie beim letzten Mal, das war schon echt anstrengend. Wir hoffen, dass wir pünktlich im Morgengrauen da ankommen. Wir haben nicht so mega Bock jetzt schon loszufahren, aber man muss sich anpassen. Dann ziehen wir jetzt da hoch. Eine Nacht liegt vor uns, bis wir an einem Ort ankommen, an dem wir uns ausruhen können. Wir beide reißen uns also zusammen, verschieben die Müdigkeit auf morgen, mit dem Wissen, dass wir morgen früh Grenada erreichen. Wir haben jetzt alles eingestellt, die Windfahne läuft, die Focus oben, das Besan, wir fahren 5,5 Knoten, die Sonne geht gleich unter, wir haben also ein paar Wölkchen, aber richtig gutes Wetter bis jetzt. Wir haben auch schon Dreiviertel Mond, Halbmond, wie man es nennen mag. Und das spendet guten
gutes Licht. Ja, so ist es auf jeden Fall sehr entspannt gerade. Da war noch ein einziges anderes Segelboot bei uns in der Bucht und die waren richtig nett. Das waren, glaube ich, 5 Leute und die haben uns eine Flagge geschenkt. Unsere Flagge ist jetzt schon seit längerem verloren gegangen und jetzt haben wir wieder eine Deutschlandflagge am Boot hängen. Die Leute können jetzt wieder wissen, wo wir herkommen. Ob alles gut klappt und wie wir am nächsten Morgen Grenada erreichen, seht ihr im nächsten Video. Wenn ihr Lust habt, mehr von unserem Leben auf dem Boot zu sehen, dann folgt uns bei Instagram, da findet ihr immer ganz aktuellen Content. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Aber